Windows Boss sagt Hallo zu einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr die Slide-to-Shutdown-Funktion aktivieren könnt. Nach dem Intro legen wir gleich los. Die Funktion gab es nicht nur unter Windows 8, sondern auch unter Windows 7. Es ist eine zweite Methode, den PC oder Tablet auszuschalten. Für alle, die ein Touchscreen haben, ist das einfach genial. Wir zeigen es euch trotzdem, wie ihr das Ganze auch am PC aktivieren könnt. Ihr klickt mit rechts auf den Desktop auf einer freien Stelle und wählt Neu und Verknüpfung. Und jetzt gibt es hier Folgendes ein. Slide to Shutdown. So muss das Ganze heißen. Dann klickt ihr auf Weiter. Das lassen wir so und auf Fertigstellen. Jetzt mit rechts noch draufklicken, Eigenschaften, dann klicken wir auf anderes Symbol und hier wählen wir uns ein Symbol aus. Am besten passt natürlich der Ausschaltknopf und sagen OK, übernehmen und OK. Eigentlich war es das schon. Was passiert jetzt, wenn ich da draufklicke? Dann seht ihr, kann ich entweder bei einem Touchscreen hier mit den Finger herunterziehen, das Ganze, oder mit dem PC könnte ich das Ganze jetzt auch herunterziehen und schon kann ich den PC jetzt ausschalten. Ich finde, das ist eine tolle Funktion von Microsoft. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unser Windows Power Forum, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Power sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.